Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Was geht ab? Mein Name ist DWCD und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos. Ach, Leute, wir sind in der neuen Aufnahmesession und können jetzt nochmal richtig auf euer Feedback eingehen. Zumindest zu den, so letzten Folgen, sag ich mal. Also, ihr habt auf jeden Fall geschrieben, wir hätten unbedingt die ganzen Wölfe und die ganzen Schweine und so, die jetzt hier direkt bei uns vor der Haustür waren, die hätten wir eigentlich zähmen sollen. Ist eigentlich tatsächlich ein ganz guter Vorschlag gewesen, vor allen Dingen hier als Fuchsi so belagert wurde, hätten wir auch einfach mit Narkofallen drauf schießen können und dann hätten wir jetzt vielleicht sogar schon einen Wolf gehabt, auf dem wir reiten können, auch ohne Sattel, denn für Wölfe braucht man ja gar keinen Sattel, aber haben wir nicht drüber nachgedacht, das war wieder so eine Panikreaktion und so und dann haben wir den halt getötet, aber das ist eigentlich ein ganz guter Vorschlag, vielleicht sich mal spontan einen Wolf zu holen und dann haben wir es auch einfacher mit dem Mammut wieder zurückzukommen, weil das hat zwar die letzten Male ganz gut geklappt mit dem Mammut, aber die Leute, ja, wer weiß, ob das nochmal so gut funktioniert. Das Mammut, das geht gar nicht auf das Floß drauf, weil das dann überladen ist. Auch wenn man es groß baut, dass es drauf passt, aber dann kann er nicht mehr fahren. Haben Leute geschrieben. Floß hat ein Gewicht? Ja, ich wusste auch nicht so ganz. Aber da müsste man das ja irgendwo sehen können. Ja, aber einfach stimmt, man sieht's auch. Wo? Ah ja, guck mal, stimmt, wenn du unten aufs Floß guckst, dann ist da eine Gewichtsanzeige. Halten für mehr, aha, fahren, abreißen, Option, Floß freilassen, Namen ändern, einholen, das Segel, ja. Dino exportieren. Data for your Floß has been exported. Hä? Was? Ich habe auf Dino exportieren geklickt und dann kam da das? Verstehe ich nicht. Könnt ihr uns auf jeden Fall mal auch gerne in die Kommentare schreiben, was genau das ist. Oh, hier wachsen Blümchen bei uns. Ich habe noch gar nicht Blumis? Gesehen. Wo sind Blumis? Oh, guck mal. Rosa, bisschen blau, bisschen gelb. Hab ich ja gar nicht wahrgenommen. Richtig schön hier. Und kurz vor der Folge hat uns hier wieder so ein Warzenschwein angegriffen. Die sind ganz schön nervig. Also wir sind echt... Ich hatte mir mal ganz kurz überlegt, ob wir nicht da oben auf dieser Plattform, da oben, ob wir nicht da hätten unsere Base bauen sollen. Und ich glaube, das wäre echt die bessere Wahl gewesen. Da wären wir auf jeden Fall safer gewesen, würde ich sagen. Aber naja, sollen wir... ich würde sagen, warte mal, haben wir jetzt eigentlich alles, um uns nochmal auf den Weg zu machen? Weil ich würde sagen, wir legen uns vielleicht gar nicht so krass fest. Oh, ich habe sogar 18 Betäubungspfeile. Das ist eigentlich sogar relativ viel. Ich habe 19 noch. Das ist eigentlich richtig gut, ne? Narkotik haben wir auch noch. Ich weiß nicht, haben wir noch viel vergammeltes Fleisch? Wo ist denn mein ganzes Fleisch? Warum ist das wieder entstackt sozusagen? Ich dachte, ich hätte irgendwie... Weil wir es benutzt haben. Wahrscheinlich, oder? Nee. Nee, meins auch nicht. Fleisch? Nee, meins hat sich auch ja wegen dem Serverneustart wahrscheinlich. Das ist ja nervig. Ja, voll. Weil das, da müssen wir uns noch eine Alternative einfallen lassen, weil das jedes Mal wieder so klein zu machen und so. Ja, ist ja irgendwo nervig. Eine Kiste, ah nee, in der Kiste geht's auch nicht. Naja, auf jeden Fall sollten wir, glaube ich, mehr im Hinterkopf behalten, dass wir eigentlich ja so möglichst alles zähmen, was uns gerade vor die Füße kommt, was irgendwie Sinn macht. Fuchsi, wir machen uns nochmal auf den Weg. Du passt hier zu Hause auf. Du hast es bis jetzt auch richtig gut gemacht. Lass dich nicht runterkriegen hier von den ganzen, die um dich rum sind, ja? Lass dich nicht runterkriegen, pass auf die Base auf. Wir machen uns nochmal ein bisschen auf den Weg. Geht's dir denn auch gut? Hast du noch Bären? Ja, alles entspannt. Weil da würde ich sagen, machen wir uns nochmal auf den Weg. Ich finde die Ecke, wo wir da letztes Mal waren, eigentlich ziemlich geil. Und wenn sich irgendwas ergibt, jetzt ein Mammut da entspannt irgendwo steht oder so, dann können wir das natürlich nochmal probieren. Wobei jetzt wirklich dann die Frage ist, wenn unser Floß zu schwer ist, dann kriegen wir das dann hin, überhaupt wieder zurückzukommen? Ja, wir müssen halt einmal außen rumlaufen, ne? Man kann es auf jeden Fall irgendwann mit einem Quetzal holen, aber ich glaube, das dauert noch ein paar Level. Aber wir können dann ja auch mit dem Mammut hier alles farmen und es beim Ferienhaus stehen lassen. Oder die Kisten hier dann aber voll machen mit dem Holz, das Mammut geholt hat. Oder wir müssen auch eine riesige Reisefolge machen und holen uns dann noch zwei Wölfe oder so. Und mit dem Mammut machen wir uns dann mal komplett auf dem Weg wieder zurück. Einmal oder so. Rum. Könnte man auch nicht, eventuell weil machen. Wir sterben ja nie bei sowas. Wir sterben nie, nee, damit haben wir generell keine Probleme. Aber ja, wir gucken einfach mal, was zusammenkommt. Da oben war auf jeden Fall eigentlich eine ganz geile Ecke, nur diese ganzen Rudel da irgendwie haben extrem genervt. Guck mal, so ein Petri zum Beispiel. Oh, warte mal, die Bolas. Bolas sind eigentlich so geil. Eigentlich sollte man viel mehr Bolas machen. Gehen die für Warzenschweine zum Beispiel? Das müssten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich könnte es mir schon vorstellen. Ich mache direkt nochmal 4 Bolas. So, Petri-Sattel können wir theoretisch ja auch mittendrin jetzt mittlerweile machen. Bringt nur nicht so viel, wenn wir Dinos von A nach B transportieren müssen. Wenn die dann angegriffen werden und so... Dann sitzen wir auf dem Petri, bringt uns auch wieder nichts und so. Also die müssen ja letztendlich auch ganz normal laufen wie wir. Aber generell zum Erkunden und spontan mal so ins Schneebiom latschen und so. Da ist das auf jeden Fall ganz cool für. Oh, ich hatte einen Server-Lag, aber wieder zurückgeflitscht. Ich hoffe, die Aufnahme ruckelt nicht. Bei mir sieht sie nicht ganz so 100% flüssig aus. Weiß nicht. Also ist nicht ganz so schlimm, glaube ich, aber... weiß nicht so genau. So, wie sieht's denn hier aus? Lull.
Da ist wieder ein Allosaurus oder so, der irgendwie gegen ein pink leuchtendes Warzenschwein kämpft. Das ist mir ja nach wie vor immer noch ein Rätsel. Oh Gott, und der schreit rum. Eieiei. Bist du eigentlich hinter mir? Nee. Ach, du bist doch gar nicht losgelaufen? Nein, ich dachte, du bist hier noch am Anfang. Oh Gott, ich komme. Oh Gott, ich bin ja noch beim Ferienhaus. Du bist in Richtung gelaufen, wo wir auch davor mal gezähmt haben. Ja, wo wir das Mammut hatten. Oh mein Gott. Ja, wo wir das Mammut hatten, genau. Okay, ich laufe hoch. Und hier ist irgendwie eine riesige Allosaurus-Explosion-Eskalation. Oh mein Gott, Leute, zieht euch das mal rein. 3 Allosaurus oder 2 und ein Riesenvieh. Was ist denn dieses Riesenvieh eigentlich? Warte mal, ich muss da mal dran. Was ist das? Das ist ein was? Wutyrannus. LOL, guckt euch den Fight an. Und was hat der Wutyrannus jetzt mit den Allosaurus zu tun? Und was macht das Warzenschwein da drin? Oh, Wölfe kämpfen gegen den Shrike. Wo bist du denn hin? Ach nee, das sind Kanos. Das sind ja gar keine Allos. Ich bin genau da, wo wir das Mammut gezähmt haben. Okay, ich komme hoch. Ah, ich sehe die Wölfe und das Shrike. Warum ist jedes Mal, wenn man mit dem, Oh, Wölfe gegen ein Shrike! Das könnte unser Stichwort sein, oder? Dass wir die Wölfe holen? Ja. Wölfe wären auf jeden Fall geil. Wölfe wären richtig geil. Also ich bin fast da, wo das Mammut gezähmt wurde. Achte schon mal drauf, dass du eine Armbrust hast, wo du Narkofeile drin hast und nicht, dass du mit den Falschen schießt. Ja, habe ich. Habe ich schon ausgewählt. Aber ich sehe dich noch nicht wieder. Ich bin direkt... Hä? Warum kommt Kampfmusik? LOL, die gehen auf mich drauf! WTF! LOL, wo bist du? Was haben die für eine Range? Bist du genau da, wo das lag? Oh mein Gott! Ich komme. Oh mein Gott! Ja, die sind stark. Die haben nicht viel Leben, aber die sind super stark. WTF! Das waren 3 Bisse! Ich war direkt tot! Ja, Level 77. Du bist aber nicht da gewesen, wo das Mammut gezähmt hat. Wir haben das Mammut auf der Rückseite von diesem Berg gezähmt. Ja, ich bin ein bisschen wieder zurückgekommen. Nee, da, wo wir das erste liegen hatten, meinte ich eigentlich. Oh fuck, ich glaube, die Geister sind auch an. Ups, ich habe mich im falschen Bett gespawnt. Ich bin wieder zurück im Paradies. Auch schön. Nochmal sterben direkt einfach. Ich kann doch auch schnell reisen mit dem Bett, oder? Oh ja, 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 kannst du auch. Nein! Nein, jetzt sag nicht, du stirbst auch. Ich sterbe da, wo du auch gestorben bist. Von denselben Wölfen. Ich schwör's dir, die haben mich mit einem Schlag an ihm einfach den Berg runtergeschubst, dann war ich tot. Aber schön, dass ich auch mal wieder im Paradies bin. Oh, da hinten ist Thorsten. Hallo Thorsten, wie geht's dir? Level 88, er läuft ein bisschen rum. Ganz normal. Du kannst nicht schnell reisen, weil hier ist nur ein Bett. Wir haben es noch nicht wieder hingebaut. Ich brauche Leder. Nein, echt? Ja, und einen Schlafsack, da brauche ich auch Leder. Und wir haben keine Kiste, aber die Werkbank, ein bisschen Leder ist da. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder zurück. Ich habe einen kleinen Cut gemacht nochmal, damit wir uns jetzt hier wieder direkt... LOL! Bei der Base sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die Wölfe sind ja direkt bei uns an der Base. Und die haben die Mauer kaputt gemacht, ne? Was? Ja, die haben die Mauer kaputt gemacht. Ich bin jetzt im Haus. Oh nein, ich bin im Schlafsack wieder gespawnt. Oh Gott, ich hatte gerade geplant, ich dachte... Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wir haben ja keine Waffe. Du bist auch wieder gestorben gerade, ne? Ja, ja. Wir haben eh keine Sachen. Was sollen wir denn jetzt machen? Den Boxen hier durch, geht das? Können wir nicht schnell irgendwas craften? Irgendein Werkzeug? Irgendwas zum Schießen? Irgendwas? Ich meine kaputt, der ist schon blutig. Ich meine kaputt. Okay. Er ist tot. Die Wand hat ihn kaputt gemacht. Der kriegt Schaden durch die Wand. Er kriegt Schaden durch die Wand, okay. Oh, fuck. Ups, ich wollte den gar nicht ziehen. Na toll. Ja, das war ja erfolgreich, ne? Oh nein, Alter. Was liegt hier? Was ist denn das für ein Inventar? Vom Daedion. Naja, gut. Das war's erstmal mit der Wolf-Geschichte, aber dafür kommen wir jetzt wieder an die Sachen dran, ne? Aber lass uns diesmal zusammengehen. Ich dachte irgendwie, du wärst hinter mir oder so. Ja, ich hab gar nicht Bescheid gesagt, dass ich losgegangen bin. Ich sehe meine Sachen auch schon. Siehst du deine auch? Ja, ja. Die leuchten. Oh, bei mir sind Wölfe. Bei mir steht Wolf direkt daneben. Oh, ja, das steht auch. Ja. Ja, nicht nur bei dir. Wir sind auf der gleichen Map. Wir sehen auch. Oh nein. Ja, die haben mega die Range, ne? Die haben mega die Range. Ja. Das ist richtig krass. Ich kann nicht mal richtig einen ablenken, weil. Wir brauchen Scheiße. Mehr. Das sind 2. Die haben uns schon wieder, oder? Ja, ja. Ja, ohne Scheiß. Oh mein Gott, wie kann das sein? Zu wem geht er? Zu mir oder zu dir? Ich sag zu mir. Bin ein bisschen weggelaufen. Wenn du ihn ablenkst, kann ich ihn holen. Ja, die kommt zu mir.
Also zwei von drei. Das sind vier Stück. Das sind fünf. Das ist ein Riesenrudel. Die haben sich aufgeteilt. Die kommen aber alle zu mir, glaube ich, oder? Okay, ja, ich bin jetzt fast bei den Sachen hier. Da ist noch einer, aber der ist runtergesprungen. Aber wir sind fast an der gleichen Stelle gestorben. Puh. Bin zu Hause, wer noch? Ja, aber das Haus ist ja nicht mehr ganz safe, ne? Oh. Oh mein Gott! Geh zu Bronto! Oh mein Gott! Geh zu Bronto, dass der Bronto die tötet. Ja, du musst okay, zu Bronto okay. gehen. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Oh mein Gott! Okay, ich werde sterben, aber mit ein bisschen Glück greifen die Brontos an. Hier ist einer geblieben. Einer ist hier geblieben. Und dann die wollen Fuchsi töten. Nein. Greif den Bronto an, greif den Bronto an! Scheiße! Ja doch, Mann! Der Bronto! Der hat einen Bronto angegriffen! Der Bronto kämpft jetzt! Ja, der Bronto kämpft jetzt! Oh Gott, was ein Durcheinander! Holy shit, Alter, was ein Durcheinander-Startfolge! Das sind die alten Sinus-Zeiten gerade. Das Problem ist, ich bin jetzt gerade im Haus. Und ich glaube, die wollen hier rein. Aber ich kann hier einfach boxen, ne? Ich töte die, aber es sind zwei Stück und ich glaube, die töten die. Locker, der wird nicht mehr viel Leben haben. Alter, das gibt's doch nicht! Dann renne ich jetzt nochmal zu dem hin. Dann lasse ich mich jetzt wieder töten. LOL, der tötet die Brontos! Was? Nein, das schafft er nicht. Oh mein Gott, der Bronto tötet mich auch gleich wieder. Okay, bei mir ist ein anderer noch hinter mir her. Ich locke die jetzt auch zu den Brontos. Oh, was für ein Durcheinander! Lass Fuchsi in Ruhe! Der will Fuchsi killen! Komm her! Oh oh, oh oh! Der ist tot, der ist tot! Ja, du musst direkt neben das Bein und dann soll ich angreifen. Ja, ja, ja. Ja, jetzt. Bronto, greif an! Autsch! Oh, fuck. Was ein Durcheinander. Verdammt, was ist das für ein Durcheinander? Aber die kämpfen jetzt gegen ihn, die machen ihn kaputt. Der wird immer wieder weggehauen. Und ich muss wieder nach Hause laufen, weil wir haben ja nicht genug Betten, dass ich jedes Mal mich wieder respawnen kann. Ah, Leute. Mann! Okay. Noch zwei Wölfe, die habe ich geholt, die kommen, schicke ich jetzt wieder zum Bronto. Hä, wie viele Wölfe sind da denn? Das ist ja krank. Komm, würde ich denn jetzt wieder an meine Sachen drankommen? Okay, ich bin auch getötet worden. Ja, die Sachen sind auf jeden Fall noch da. Aber sind da jetzt Wölfe drumherum? Das kann gut sein. Oder hast du die weggelockt, alle? Nee, ich hab zwei noch weggelockt, die dran waren, die habe ich auch zum Bronto gelockt. Aber die kämpfen nicht gegen die Brontos. Echt nicht? Nee. Nee. So wie es aussieht, nicht. Aber jetzt auf jeden Fall nichts mehr bei den Sachen. Also wenn du irgendwie vorbeigelaufen kommst. Ja. Ja, ich bin jetzt wieder bei meinen Sachen. Okay, ich komm auch gelaufen. Richtige Dizzy-Chaos-Folge. Einfach nur riesiger Durcheinander. Ja, es ist das Ding, sobald jetzt einmal gerade was schief läuft, haben wir richtig Probleme, weißt du, weil wir keine Backup-Sachen da haben und so. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen ruhiger, irgendwie ein bisschen, wir müssen einen Backup-Plan haben, also Betten zum Beispiel alleine machen. Ja, und das ist immer das Ding, man darf in Ark nicht, weil man ungeduldig wird, vorschnell wieder irgendwelche Sachen machen und so, weil wenn man sich einmal in die Scheiße reinreitet, dann ist man richtig in der Scheiße drin. Aber jetzt haben wir es, wir haben hier die Sachen. Jetzt haben wir wieder alles, jetzt müssen wir gucken und auch wie die Sache mit dem Mammut, wir müssen einfach immer auf Nummer sicher gehen. Also auf doppelte Nummer sicher. Man muss einfach richtig, richtig aufpassen. Wo bist du denn jetzt gerade? Also ich habe meine Sachen jetzt wieder. Ja, ich habe auch meine Sachen wieder. Ich bin neben dir praktisch. Gerade eben habe ich dich noch gesehen beim Einsammeln. Guck mal. Jetzt glaube ich gerade Richtung Brontos. Ah, ja, ich gerade Richtung Brontos. Ja, bleib wo du bist. Ich bin kurz hinter dir. Okay, warte. Ich geh mal ein bisschen näher zu den Brontos hin, weil ich will mal gucken, ob die Wölfe noch da sind. Ja, da sind die Wölfe noch. Jetzt ist halt die Frage, ob wir die irgendwie kriegen können. Hä, was? Da gab es irgendwo gerade unten Schaden, ne? War das? Oder hast du Schaden gemacht? Hä? Nee. Ich habe keinen Schaden. Was war das denn für eine Zahl, die da aufgeploppt ist? Die Frage ist, wie kriegen wir die Wölfe? Eigentlich, indem wir die zur Base locken, ne? Zu unserer Base. Und dann abschießen. Wir sind ja viel schneller als die. Also nicht viel schneller, aber wir sind schneller. Meinst du die Brontos oder die Wölfe? Die Wölfe. Aber wo sind die Wölfe? Ich sehe sie auch dahinter. Hinter den Brontos. Bist du in der Nähe? Ja, ja, ich bin genau hinter dir. Okay. Dann lass die triggern und versuchen zur Base zu laufen. Vorher einer kommt schon zu dir, glaube ich. Was? Oder läuft zur Base. Ja, stimmt. Er läuft zu dir, Der läuft zu mir, ne? Hinter mir war irgendwas! Komm zur Base! Aber die ist doch gar nicht mehr. Die greifen mich schon an, Ich bin praktisch tot. Was ist das denn? Ist das ein Dodorex oder was? Nein, ein Yutanus.
bin tot. Scheiße. Lul. Wen greift er jetzt an? Wen greift er jetzt an? Greift er mich an? Nein. Was ist das? Der kam geflogen von oben. Ich schwör's. Und noch ein Kanu. Und noch ein Kanu. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott, was passiert hier? Wir sind so am Arsch. Das ist diese Gruppe von eben. Oh mein Gott. Ich habe keine Munition mehr. Jungs? Jungs? Könnt ihr euch kurz entspannen? Habe ich irgendwas gekillt? Ist irgendwas gestorben? Was passiert hier? Ich muss das essen. Was zur Hölle passiert hier gerade? Ich komm gelaufen, aber die machen alles kaputt, die machen das ganze Haus kaputt. Junge. Also, Scheiße, ich weiß nicht, ob unser Fuxi Haus das überlebt. Ehrlich gesagt. Ey, ich glaube, der Große ist gestorben, aber ich glaube, ich habe den nicht gekillt, sondern ein anderer Kano. Was ist das für... Das ganze Haus. Was ist das für eine Folge? Warum killen die denn das ganze Haus immer? Warum sind die Weil so der Fuxi drin ist. Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber die dürfen nicht Fuxi töten. Fuxi lebt noch. Bin da. Bin jetzt auch wieder da. Leute, das ist, das ist nur eine kleine Ausnahmefolge, okay? Ab nächster Folge wird alles wieder ganz normal. Aber die dürfen nicht Fuxi töten. Hier ist ein Wolf. Ich töte den mit der Hand, töte ich den Kano. Okay, das war eine schlechte Idee. Ich dachte erst nicht. Ich töte den, komm schon, er ist schon blutig. Schade. Ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein. Ich will da rein, ich will da rein. Scheiße! Was soll ich denn tun? Da hingehen und boxen. Boxen, Alter. Oh, jetzt kann ich im Bett spawnen. Oh, Hauptsache Fuxi geht's gut. Hauptsache Fuxi geht's gut. Ist Fuxi noch da? Ja, Fuxi ist da. Die machen alles kaputt, ne? Jo, aber noch ist Fuxi am Leben. Wann erkenne ich denn, wenn ich Schaden mache? Das ist, glaube ich, die grüne oder gelbe Zahl. Ja, ich blick nämlich nicht mehr durch. Man kann das nämlich gar nicht sehen, man kann nur sehen, dass die Schaden bekommen, aber ich kann nicht erkennen, ob ich das bin oder ob das ist von dem Zaun oder so, ne? Ja, ja, nee. Du siehst ja die Zahl. Oh mein Gott, Fuxi, Fuxi. Verhalten. Ist Fuxi passiv? Kann sein. Das, was passiert hier? Was zur Hölle passiert hier? Es kommt ein Warzenschwein und tötet mich. Hinter es dir, ist ja ein riesiger Durcheinander. Was sollen wir tun? Ich habe ein... Oh fuck, wie viele Tiere sind das bitte? Ja, jetzt tötet das Warzenschwein mich. Was soll das denn jetzt? Ah, warte auf mich, Izzy! Komm! Okay. Okay, das kann ich hier rauf. Bleib in Abstand, dass wir... Bleib nah dran. Okay. Das ist jetzt halt nur das Warzenschwein, aber was mit dem ganzen Rest? Schön, das können wir auch vom Wasser aus einfach beschießen. Hast du genug Munition? Ja, ein bisschen noch, ja. Ich habe nämlich gar nichts mehr. Wo hast du die hier überhaupt her? Die gemacht einfach. Gemacht? Während die da gerade irgendwie... Nein, ich habe meine Sachen wieder eingesammelt. Ich bin ja hier gestorben direkt am... Ich kann nicht mehr fahren. Oh. Ja, ist down? Nee. Es heilt sich gerade hoch. Es regeneriert sich wieder. Junge, wie lange noch? Oh, Achtung. Ja, easy. Du kannst mich mal. Oh mein Gott. Wie unser Haus einfach immer noch steht. Jetzt, go. Ja, haben wir ein gutes Haus gebaut. Wir müssen die eigentlich nur weglocken, ne? Eigentlich müssen wir die nur weglocken. Kriegst du da einen gehittet? Ja, wenn du nah rankommst, auf jeden Fall. Ja, ich treff so. Macht er sich so gerade selber eigentlich kaputt? Ja, ne? Ja, macht er. Ah, ja, wobei, sieht irgendwie nicht so nur, aus. Nee, nur wenn er gegen die Welle kämpft. Ist er down? Nee, ich glaube nicht. Ich doch, der ist down. Echt? Ja. Oder ist kämpft er aber nicht mehr. Ist der letzte gewesen? Nee, irgendwas ist da noch. Wölfe. Siehst du die Wölfe? Ja. Versuche ich mal hochzukommen. Ich auch irgendwo hoch. Wölfe? Ich geb den Wölfen Narkopfeil. Ja, okay. Ich mach ansonsten nochmal das Boot bereit. Ja. Falls es zu eng werden sollte. Der kommt. Okay. Kommst du aufs Boot? Kommst du aufs Boot? Nee, der ist unter mir. Ah, okay. Ja, jetzt komm aufs Boot. Nee. Ich kann noch treffen von hier. Okay.
Aber der ist Level 77, das wird ewig dauern. Der macht dir Schaden, ne? Achte auf deinen Schaden. Nee, nee, doch nicht. Nee, der macht Schaden gegen die Wand. Aber der stirbt da vielleicht, der ist schon rot. Schießt die ganze Zeit Narkopfeile auf den drauf, Mann. Der ist 77. Junge, wie viele Narkopfeile noch? Wie viele Narkopfeile hast du denn? Nur noch 8 Stück. Ich hätte 17 insgesamt. Oh, jetzt hat er mich wieder getroffen. Okay, dann geh ich rein. Auf, ich häng fest, ich bugge. Ja. Ich bugge. Gerade, ich meine, gerade ist er noch in einer guten Position, ne? Ja, ja, ich gehe schnell rein, versuche meine Sachen zu holen. Der stirbt locker gegen die Wand. Ich weiß nicht mehr, welche Sachen jetzt meine sind. Er ist zusammengefallen. Ist er? Ja, ich glaube, er ist... Ja! Nee, er ist tot, oh Mann! Oh, shit. Der ist von der Wand gestorben. Oh, der wäre locker, fast hätten wir den gehabt. Der ist von der Wand gestorben, deswegen kommt auch keine Todesnachricht. Ich glaube, jetzt ist aber alles down hier. Was ein Gemetzel. Ich weiß nicht mehr, was meine Sachen sind. In erster Linie freue ich mich für Fuxi. Fuxi hat einfach überlebt. Fuxi ist da. Fuxi ist unser Held. Leben. Was ist mit Fuxi los? Das sind meine Sachen. Oh, ich bin so dumm. Meine Sachen waren da drin. Ey, ich muss echt aufhören, diese Panik zu verfallen, wenn sowas passiert. Sondern ganz rational. Ist das nicht dein Ernst? Was ist hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Der bekommt Schaden von unserem Wall. Und deswegen ist er jetzt sauer. Nein. Doch. Doch. Töten wir gerade einen Bronto? Das ist kein Bronto, das ist so ein Zwischending, oder? Das sind die, die keinen Schaden machen, die kann ich nur weghauen. Das ist ein Diplodocus. Oh oh. Oh oh. Und der ist fast down. Hä, sind die alle gestört hier? Der ist jeden Moment down. Ja. Jetzt läuft er woanders hin. Wieso kriegt der die ganze Zeit Schaden? Von unserer Wall. Von ja, aber da Wall. Hinten, wo er gerade war, war gar kein Wall. Doch, der war mit seinem, der ist so lang, der ist, der Hinterteil war noch was. Und jetzt stirbt er oder was wieder? Ja, jetzt mach ich ihm Schaden. Jetzt will ich ihn nämlich töten. Es gibt XP. Wenn er eh schon fast down ist. Ja, ich hab ihn gekillt! Nice. Alter, und was ist das hier? Guck dir das hier mal alles an. Was hat der im Inventar? Ja, nix, nur so eine Kralle. Guckt euch das Gemetzel an hier. Aber wir können es von dem Leder holen. Mit Spitzhackeleder. Guckt euch dieses Gemetzel an. Ja, was ist, denn jetzt, was ist denn jetzt unser Fazit zu dieser Folge? Ja, also eigentlich ist diese Location zu unsicher. Außer wir müssen die Location groß ausbauen. Mehrere von diesen Wellen. Dann ist es eigentlich nicht schlecht. Und irgendwie ein Tor, wie wir reinkommen. Und eigentlich dürfen wir keinen Fuchs. Oder wirklich da oben, ne? Oder da oben mit diesen zwei Eingängen. Ich sag immer noch, dass das richtig, richtig geil ist. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, ey, wenn es eine Chance Weil da müssen gibt, wir nämlich Neues auch keine Base groß bauen, sondern müssen eigentlich nur Tore machen, zwei Stück. Ja, wenn es eine Chance gibt, einen Neuanfang zu machen, dann jetzt, oder? Wo eh hier die Hälfte zerstört ist. Dann würde ich sagen, da oben. Okay, zeigst es mir einfach. Ja, ich laufe mal gerade hin. Ich hoffe mal, dass jetzt hier gerade nichts ist. Aber sollen wir irgendwas mitnehmen vielleicht noch? So Werkbank und so. Hm. Ja, stimmt, könnten wir eigentlich, ne? Bevor wir es jetzt zeigen, dann müssen wir eh zurück, um zu laufen. Ja, wir brechen hier die Tore ab. Dann nehme ich auch noch hier das Leder mit. Ei. Ja, keine Ahnung. Das war deutlich krasser hier als gedacht, ne? Ja, mach es einfach. Kann man nichts machen. Soll ich das Bett auch abreißen? Ja, nimm ein bisschen Sachen mit ins Inventar. Gucken, wie viel ich tragen kann. Jetzt schon Schwere bei sind nur, ja, Betten sind nur so schwer. Das Bett kann ich ja nicht abbauen. Ich habe ja komplett nur das Bögen. Zeug abgerissen. Was ist mit der Werkbank? Kriegst du die? Ja, ich schau mal. Abreißen. Nee, die kann man eh nur abreißen. Dann lass sie stehen. Wir bauen sie dann neu. Okay. Dann haben wir das hier neu einfach. Freunde. Was habe ich denn jetzt hier noch Schweres? So, die Klamotten kann ich sowieso mal anziehen. Okay, das Wichtigste ist immer nach so einem Rückschlag, Leute. Wir müssen aus den Fehlern lernen. Das große Problem hat schon damit angefangen, dass wir unser Mammut verloren haben, dass wir Mehmet verloren haben, obwohl eigentlich alles gut war. Nur weil wir den... Lol, was will er denn? Will der mich auch attackieren? Ja, ja. Aber ich glaube, der hat nicht so eine große Range. Bis wir da oben sind, ist alles wieder gut. Und wir dürfen halt nicht einfach so unvorsichtig sein. Und auch mal eben so eine Base, obwohl das hier so friedlich aussah... Ist anscheinend auch nicht mehr das, was es, sage ich mal, früher mal war.
Denn gerade durch die Warzenschweine und die jetzt neu mit dazugekommen sind, die vor allen Dingen unfassbar viel aushalten. Aber auch geht durch einer, die. Da läuft einer weg. Vielleicht, dass von links einer kommt, da läuft irgendwas weg. Jetzt nicht mehr. Meinst du, den Galimi muss der gerade auf mich draufgelaufen ist quasi? Ich dachte, dass der vor irgendwas weggelaufen sein muss. Hier können wir auf jeden Fall. Hier können wir perfekt ein Tor machen. Direkt hier vorne. Da kann von oben alles runterkommen, ne? Warum attackiert ihr mich? Warum attackiert ihr mich? Sind die aggro? Nee, wenn du, nur wenn du zu nahe kommst. Aber der macht keinen Schaden. Der macht keinen Schaden. Der kann dich nur wegballern. Ah, okay. Aber kann dir nicht von oben alles mögliche runterfallen? Ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube schon. Ich bin mir echt sicher, dass da was runterfällt von oben. Ich glaube nicht. Okay. Also wir könnten halt hier easy da vorne ein Tor machen und da hinten ein Tor und dann wäre das auf jeden Fall zu. Ja. Ich schwör's dir, da oben, wenn da uns einer sieht, dann ist der Akron fällt runter und dann greift er uns an. Aber 100 also, pro. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich meine, wir könnten halt oben auch noch zubauen, aber das wäre ein riesiger Bau irgendwie. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass. Leute, ihr könnt auf jeden Fall eure Meinung auch mal in die Kommentare schreiben. Wir können es zwar jetzt in der nächsten Folge nicht mehr wirklich berücksichtigen, aber trotzdem ist natürlich immer interessant zu sehen, was eure Meinung ist, wie wir da am besten vorgehen sollten, ob wir uns überhaupt nochmal eine Base bauen sollten oder ob wir uns easy einfach nur hier ein paar Foundations hinpacken mit einer Werkbank drauf und betten, dass wir hier respawnen können und dann uns schnellstmöglich wieder auf den Weg zurück machen sollten, weil es hier einfach zu gefährlich ist. Wir werden uns das nochmal überlegen bis zur nächsten Folge. Das wird jetzt nochmal, sage ich mal, eine Ausnahmefolge. Ihr kennt das typische Dizzy-Drama. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so ein richtiges Drama hatten. Klar, wir haben unsere Raptoren verloren, aber das war jetzt einfach eine absolute Chaos-Folge. Oh, guck mal, da hat man es gerade schon gesehen. Ist einer runtergefallen? Da sind zwei Dinos runtergefallen. Die waren zwar freundlich. Und ich weiß nicht, ob wir hier auf die Distanz jemanden triggern. Kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ja, vor allem, wenn wir den Dino hier lassen, dann wird er auch getriggert. Ne, wir überlegen uns was. Wir überlegen uns was, Leute. Take this auf jeden Fall easy. Das machen wir jetzt auch. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Und morgen um 18 Uhr gibt es dann wieder eine weitere Folge Dizzy vs. Dinos beim DNR um 18 Uhr, wie gesagt. Unten in der Beschreibung verlinkt. Eieiei, was ein riesiger Durcheinander. Aber wir überlegen uns jetzt was und versuchen nächste Folge wieder alles in Ordnung zu bringen, okay? Wir haben fast einen Wolf heute bekommen. Wir haben fast einen Wolf bekommen. Muss man auch dazu sagen. Das Problem ist, die Wölfe sind halt oft im Rudel. Und wir hatten nie eine richtig gute Position, außer jetzt am Ende bei der Base, wie wir die hätten zähmen können. Und ich habe ganz extrem den Radius unterschätzt von den Wölfen, weil die ist krass groß. Bis dann, mach's gut, Leute. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Tschüss.